Es ist so gewesen, dass die Idee, mich damit zu beschäftigen, an mich herangetragen wurde. Es sollte sich um eine Figur handeln, die mehrere Eigenschaften in sich vereint. Das heißt, dieses turbulente Musikevent sollte sich in diesen Körper widerspiegeln, und sodass mehrere Instrumente diese Frauenfigur ausmachen, ohne dass sie zu sehr auf eine Frauenfigur schließen lässt. Das heißt, ich arbeite in die Form mit gefärbtem Porzellan ein und entscheide dann, beziehungsweise habe ich das schon in meinem Entwurfskonzept festgelegt, in welche Richtung ich das bearbeiten möchte, diese Farbe. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann mache ich den Abschlussguss, sodass dieses Farbkonzept eingebettet ist. Dann wird der nächste Schritt mit diesen anderen Teilen vorbereitet, die ja dann dran montiert werden. Das heißt, die Akkordeonboa, die muss entsprechend drauf eingestimmt werden, damit der Kontrast immer spannend bleibt bei dieser Form. Entscheide ich, dass ich hier noch ein bisschen weiß drin haben möchte, weil mir das sonst zu drastisch ist, ganz schwarz. Obwohl schwarz wunderschön ist. Ich mache die Rut ja glücklicherweise schon seit 2013, und bei den Anfängen ist mir natürlich einiges schief gegangen. Das heißt, es ist krumm und schief rausgekommen, bis ich das dann wirklich optimiert habe. Also habe ich schon pro Jahr immer ein paar Ruts zusätzlich gemacht. Aber das ist das Schöne, dass man die Chance hat, das auch wirklich zu optimieren. Und das kann man nur, wenn man des Öfteren mal an diesem Thema arbeitet. Reisen. Platzen, abfallen, das kann passieren. Und dann kann man wirklich nichts machen. Man kann es auch nicht reparieren, ohne dass man sieht. Und das ist das, was man hinkriegen muss. Und das ist das Interessante, dass das wirklich bis zum Schluss auch für mich spannend bleibt. Dann kommt die ganze Sache in den Ofen. Porzellan wird bei 1400 Grad gebrannt. Und dann muss man beachten, dass die Rutja noch mal schwindet. So, das ist jetzt der Schrumpfungsprozess, und das ist eben das, was Porzellan ausmacht.
Thüringen hat ein sehr gutes Porzellan, also hat ja auch eine ganz große Tradition, wurde ja fast zeitgleich mit Meißen, hat sich hier auch Macheleit mit der Herstellung des Porzellans beschäftigt. Ganz groß ist ja die Volkstädt, älteste Manufaktur in Rudolstadt. Es ist so ein tolles Material, also es kann so viel und ich kann mir eigentlich gar nichts anderes vorstellen, als mit dem Material zu arbeiten. Ich habe, wie gesagt, bei meinen Entwürfen 4 Möglichkeiten, die ich sozusagen auch in Schwierigkeitsgrade einteilen muss. Und die mit den höchsten Schwierigkeitsgraden ist natürlich die, die die Hauptrut dann bekommt. Und die liegt mir dann auch meistens besonders am Herzen. Und das ist so mein entscheidender Punkt, wo ich dann die Entscheidung während des Arbeitens weiß ich schon, ja, das wird, ja, das geht in die Richtung. Hallo, liebe Gäste des Rudolstadt-Festivals. Ich freue mich total, heute im Namen der Ruth-Jury eine der herausragendsten und kreativsten Musikerinnen Deutschlands zu ehren. Shirin Samawati. Ich bin dann im Backstage-Bereich und ich gratuliere den Preisträgern und freue mich natürlich. Und dadurch gibt es einen kleinen Smalltalk und das ist immer sehr schön, weil ich dann wirklich das abgeschlossen habe für mich. Ich weiß, da ist sie hingegangen und wir haben uns in die Augen geschaut und das ist sehr schön. Also das genieße ich immer. Also Porzellan klingt. Und das ist natürlich schön, weil das Festival von allen Seiten klingt. Und insofern ist es eine unheimlich gute Symbiose mit dem Material.